Was hättest du denn den Leuten erzählt, wenn du heute früh gesagt hättest, pass mal auf, wir spielen heute gegen Altklinike, die hauen wir weg? Ja, grundsätzlich habe ich das heute zwei, dreimal erzählt, davon abgesehen. Nee, Spaß, also es ist ein Testspiel. Wir haben letztes Jahr schon 2-2 gespielt, das war schon recht gut, da haben wir auch ordentlich gespielt. Und natürlich haben die mehr Ballbesitz, Vorbereitung, alle sind ein bisschen noch müde und sowas, aber ich finde, wir haben super gespielt. Dafür, dass noch ein, zwei auch gefehlt haben, Miku ist jetzt noch nicht da, mal gucken, was da ist so. Haben wir es richtig, richtig gut gemacht, können ein, zwei Tore mehr machen, können auch ein, zwei mehr kriegen für ein Testspiel, war super für uns. Der Trainer Zimmi hat gesagt, ja, effektiver kann man eigentlich spielen, ne? Wenn man dreimal vor das Tor kommt richtig und knallt dreimal rein, beginnend mit deinem großartigen Tor. Ja, das stimmt natürlich. Erst hätten wir noch einen gehabt, wenn wir mit dem Platzwart noch ein bisschen schimpfen wegen die Maulwürfe. Aber ansonsten war das gut. Wir haben hinten gut gestanden, haben auch nicht allzu viel durch zugelassen, fand ich. Also es war von hinten nach vorne, war es eigentlich recht solide heute. Man sollte es nicht überbewerten, aber am Ende ist ein 3-2 doch sicherlich auch für euch ein sehr schönes Ergebnis in der Vorbereitungsphase, ne? Ja, auf jeden Fall. Gerade gegen so einen Gegner tut uns das richtig gut. Tut sicherlich jeder Mannschaft gut, in der Vorbereitung Sieger einzufahren. Aber gerade gegen unsere Freunde aus Altklinike umso schöner. Was hast du denen mit auf den Weg gegeben? Nicht etwa nur verteidigen. Ich denke mal, eure Konter waren schon erste Klasse, sodass der Sieg dann am Ende doch gerade durch diese Facette auch ein Stück weit verdient ist. Dreimal vor das Tor, dreimal treffen, besser geht nicht. Ja, gute Ausbeute, würde ich sagen. Ne? Nee, ich denke, dass das genau unser Spiel ist. Wir haben schnelle Leute auf dem Außen mit Felge, mit Pauling. Und von daher wollen wir das Spiel auch so aufziehen. Natürlich ist es in der Liga vielleicht ein bisschen anders. Da stehen die Mannschaften oft tiefer. Aber Altklinike ist ja ganz hoch angelaufen. Und von daher ergeben sich dann Räume. Und die haben wir genutzt. Nun ist Lemmy heute nicht da. Für dich persönlich aber auch ein schöner Erfolg, ne? Ja, sicher, klar. Aber am Ende ist es die Mannschaft halt, ne? Alles gut. Weiterhin gute Vorbereitung, ne? Dankeschön.